öffnen wir ihn nochmal. Vielleicht erzählt er ja noch was. Es muss wohl sein. Yay! Hallo! Gut, dass du da bist, Mortimer. Bitteschön. Hier war eben eine seltsame Person, die meinte, sie wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Was? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Sieh mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer Mann, hat mich hergeschickt. Das doch nicht. Ich suche einen Geheimkeller. Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich. Und? Wie komme ich in den Keller? Was für ein Keller? Was? Was? Du bist gewachsen, Mortimer. Ja, ja, wir haben Spaß. Schönes Gespräch. Gefällt mir. Weil es so schön war, würde ich es gerne nochmal haben. Na, großartig. Yay! Na du? Hallo, Mortimer. Hey. Ja, hör zu. Ich muss diesen Geheimkeller finden und ich glaube, du kannst mir helfen. Also reiß dich bitte zusammen. Natürlich, natürlich, natürlich. In Ordnung. Dann habe ich einige Fragen an dich. Was sollten wir ihn fragen? Ich glaube, wir fragen erstmal, wer er ist. Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schon. Oh, das ist nicht sozial. Kannst du mir sagen, wo die Geheimtür ist und wie man sie öffnet? Ja, genau. Du wirst vergesslich, Mortimer. Ja, genau. Also hilf mir auf die Sprünge. Wie öffne ich doch gleich die Geheimtür? Welche Geheimtür? Langsam ist es nicht mehr witzig. Was? Das. Die Geheimtür zum Keller. Wie kann ich sie öffnen? Du fummelst da immer an diesem Ding herum. An dieser Steinfigur. Und dann wird die Geheimtür geöffnet und du verschwindest irgendwo. Und wohin genau geht man? Gehe ich dann? Das weiß ich nicht. Ich habe meinen Sarkophag seit 4000 Jahren nicht mehr verlassen. Kein Wunder, dass du einen an der Waffel hast. Sie sind nicht Mortimer. Warum geben Sie sich als Mortimer aus? Ich bin nicht Mortimer. Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber das geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht. Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Ich hab genug. Alter, sind diese Gespräche geil. So, der mumifizierte E.T. sagt Tschüss. Schön. Hier ist noch was. Der Schädel eines Drachen. Könnte ein Hornschwanz gewesen sein. Bösartige Viecher. Aber heute gibt es kaum noch welche. Die letzten ihrer Art arbeiten heute beinahe ausschließlich als Lasttiere. Sie haben ihre Bösartigkeit verloren, aber auch ihren Stolz. Okay.
Eine Standard-Leuchtqualle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Moment mal, können wir vielleicht dieses glänzende silberne Schild hier befestigen? Ich habe da gerade so eine Idee. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Weil hier ist auch einer. Brauchen wir halt bloß irgendwie... Sieht gut aus. Wie immer. Ja, schön. Dann... Okay. Vielleicht können wir ja die Dokumente als verbrennen. So. Die werden gut brennen. Sie sind staubtrocken. Sind ja auch unverschämt wertvoll. Ich versuche es mal. Jo, mach das. Hiha! Was? Nichts. Aber bringen tut es uns das. Wofür könnten wir das Sieb gebrauchen? Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die Drachen mächtig waren. Das war vor vielen Jahrhunderten, bevor ihnen durch Magie ein fremder Wille aufgezwungen wurde. Als sie erst einmal kontrolliert werden konnten, sind sie von beiden Seiten zu Hunderten auf die Schlachtfelder geführt worden. Kaum einer von ihnen hat das überlebt. Das ist aber nicht schön. Ich darf fragen. Nein, ich will nicht. Und du kannst mich nicht dazu zwingen. Nein? Nein, ich will nicht. Nein, 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 ich... Ist das dein letztes Wort? Wie auch immer du heißt, weil ich deinen Namen leider vergessen habe. Ist das dein letztes Wort? Okay, dann machen wir halt weiter. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Aber wir können sie öffnen. Was soll schon passieren? Oh no. Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Was doch nicht. Ich kann... Oh, was hast du gerade noch gesagt? Na also, du sieb ihn einfach. Da ist etwas drin. Schön. Ein kleiner Messingschlüssel. Ah! Schließe bitte auf. Was ist da jetzt drin? Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla. Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Nein, ich will nicht. Ja, ich dachte, das ist vielleicht die Maschine. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Hier ist noch ein Krug, oder? Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Hm.
oben auf dem Sockel ja, gibt. Ja, ja, ja. Ist hier noch etwas? Ein Holzzuber. Etwa halb voll ja. mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Prof. Ein Holzzuber. Ich dachte, da passiert noch was anderes. Was zum Henker ist das denn? Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu etwas Futter. Ich schätze mal, dieser hier hat seinen letzterem gefehlt. Schade, ich dachte, du kannst sie nehmen. Nee, Moment, Moment. Na gut. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Drehe den Halter an. Was passiert denn dann? Mal sehen. Das Wasser kocht. Okay. Passiert da jetzt etwas drin? Nein, das ist eher wenig erfolgreich. In dem improvisierten Spiegel sehe ich nur mich. Okay. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Jetzt haben wir also schon mal eine heiße Gießkanne sozusagen. Die Kürbisse hätten schon längst geerntet werden müssen. Die ersten beginnen zu gammeln. Leider können wir den Grabstein nicht befreien vom Gestrüpp. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen. Ein Jeep? Kannst du uns helfen? Jeep, Jeep. Lieber nicht. Ich habe keine Neuigkeit. Na, dann halt nicht. Irgendwas übersehe ich gerade. Nein, ich will nicht. Aber ich mag den Typen. Irgendwas mache ich falsch. Was zum Henker ist das denn? Keine Ahnung. Ja, dazu brauche ich irgendwas, um halt hochzusteigen. Da ist noch etwas. No. Unter dem Papier war eine sechseckige Steinscheibe versteckt. Also alles auf der Oberseite hat sie so etwas wie einen Knauf. Es ist doch. Mal sehen. Passt perfekt. Ob man. Wie hübsch. Oha. Die Schale ist einige Zentimeter tief und leer. Am Boden sieht man bräunliche Verfärbungen. Heißt das, wir müssen jetzt Kaffee kochen? Die Schale. Das ist die ominöse Maschine, in der der Geist leben soll. Zu ihren Füßen steht ein Behältnis für den Treibstoff. Die Statue hat kleine Löcher in der Nase und es scheint, als könne der Mund geöffnet werden.
du da drin! Geist! Gib mir die Bohnen für deinen Trank! Oh mächtiger Geist in der Maschine, gib mir die Bohnen für deinen köstlichen Göttertrunk. Wenn das wirklich funktioniert. Sieh es mal so. Wenn du mir nicht die Bohnen gibst, kann ich dir deinen dämlichen Trank nicht mixen. Damit ist niemandem gedient. Ernsthaft? Warum nicht gleich so? Hey, du Geist! Wenn du doch über alles in diesem Haus so gut Bescheid weißt, dann sag mir, wie geht es weiter? Hallo? Hallo. Der Treibstoff für die Maschine ist fertig. Ich muss ihn nur noch in die Schale gießen. Wenn überhaupt, dann müssten die Bohnen schon zu Pulver gemahlen sein. Ja, wird ja gemacht. Ist ja gut, ist ja